Amplitudenmodulation mal etwas anders. Die folgende Schaltung ist gedacht, um Tonfrequenzen mit noch niedrigeren Frequenzen zu modulieren. Benutzt wird sowas bei der elektronischen Klangerzeugung oder für Trickeffekte. In der Musik nennt man solche periodischen Lautstärkeschwankungen Tremolo-Effekt. Die Schaltung basiert auf einer Transistorstufe mit Emitter-Gegenkopplung. Durch einen sehr hohen Emitterwiderstand wird die Gegenkopplung sehr stark und die Verstärkung gering. Um die Gegenkopplung für die Tonfrequenzen zu umgehen, legt man in Transistorverstärkern einen Kondensator parallel zum Emitterwiderstand. In der vorgestellten Schaltung ist der Kondensator aufgeteilt und in Reihe mit einem MOSFET geschaltet. Der P-Kanal-Anreicherungstyp arbeitet als spannungsgesteuerter Widerstand und so lässt sich die Verstärkung über die Gate-Spannung des Transistors verändern. Das an der Basis von T1 angelegte Signal wird so amplitudenmoduliert. Das Gate liegt über den 20 Megaohm Widerstand gleichspannungsmäßig an Masse. Durch Verändern des Source-Potentials über R7 wird die Gate-Vorspannung eingestellt. Ausgangssignal ist ein 800-Hertz-Ton. Und jetzt werden wir den mal mit einer langsamen Frequenz modulieren. 1 Hertz, 2 Hertz, ja, und dann gehen wir noch etwas höher. Das sind jetzt 25 Hertz. Für Trickzwecke kann man auch höhere Frequenzen nehmen. Ein Sprachsignal klingt wie eine Computerstimme, wenn es mit 200 bis 600 Hertz moduliert wird. In den Sprechpausen ist allerdings die Modulationsfrequenz leicht zu hören. Aber probiert's doch einfach selber aus. Mit einem Abo für den Kanal verpasst ihr auch nicht die nächsten Elektronik-Quickies. Bis morgen.